Derzeit gebe es keine Änderungen, sagte Sarah Sanders, die Sprecherin des Weißen Hauses gestern. Laut einem Bericht der New York Times will Präsident Donald Trump seinen Chefdiplomaten durch den CIA-Chef Mike Pompeo ersetzen. Der Wechsel könnte bereits in den nächsten Wochen stattfinden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf hochrangige Regierungskreise. Andere US-Medien sprechen von Monaten.